mal, da war noch was. So. CF, so. Ich bin einfach zu faul, das einzugeben. Oh, 10 kriegen wir gleich. Ne, das brauchen wir noch. Das kann zurück, das kann zurück. Die müssen wieder aufgefüllt werden. Es klappt hier, also es läuft einfach so wie im Schnürchen, ne? So eins nach dem anderen, so zack, zack, zack. Kann man so richtig schön weghauen. Jetzt sollte doch da Beton reinlaufen. Ja gut, machen wir erstmal, Moment mal. Das hier. Ach so, ich musste umschalten. Okay, habe ich jetzt gemacht. So, jetzt läuft das da rein. Sind die jetzt voll oder nicht? Nein, die sind leer, okay. So. Zack, jetzt sind sie voll. Und genau hier wollte ich ja auch noch was reinschmeißen. Kann ich jetzt gleich das alles reinschmeißen? So. Das läuft voll und dann haben wir auch die Spritze gleich wieder voll. Okay. Wir machen das so. Das lassen wir jetzt einfach mal laufen. Und also diese Spritze ist aber wirklich leer. Ja, genau, die ist leer. So. Und machen jetzt mal ein wenig TNT. Dazu müssen wir erstmal schauen, was... Ah, ja, Moment mal. Was alles da ist, ja. Und ich wollte noch was. Ich habe mir das vorbereitet. Ich habe da, damit ich das nicht vergesse, hier Schilder reingemacht. Weil ich das Ganze beschriften will. Und zwar da drin. Das habe ich mir auch schon ausgesucht. Machen wir das eben mal so kaputt hier. Müssen wir eben wieder neu machen. So, da drüber. Da sollen Schilder hin. Und da soll draufstehen, was das eben ist. So, jetzt muss ich selbst nochmal auf meine Liste schauen. Das hier ist die Feuerbombe. Oder? Moment, richtige Reihe. Meteor, genau, daneben Napalm und Antimaterie. Okay, also das ist jetzt Feuerbombe. Ich schreibe das dahin. Feuerbombe. So, das ist... Meteorbombe. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Meteorbombe. Richtig geschrieben? Ja. Das ist dann die Napalmbombe. Napalmbombe. Auch richtig geschrieben. Und das war jetzt nochmal Antimateriebombe. Okay. Halt mit N. Antimaterie. Bobby, es geht gerade noch so hin. Sehr gut. Geht gerade noch so hin. Haben wir denn hier noch ein bisschen Glas übrig? Natürlich nicht. Na gut. Gut. Dann hole ich eben nachher noch Glas. Aber jetzt können wir erstmal die Beschriftung noch weitermachen. Was war denn das jetzt hier? Ah, der Bunkerbrecher. Halt, Moment, ich muss nach innen hier. So, genau. Bunkerbrecher. Und das ist dann hier die Wasserstoffbombe. Ich nenne sie H-Bombe. Klingt irgendwie cooler. So, die H-Bombe. Und das hier ist... Oh, was war das nochmal? Supernova. Okay. Supernova. Und das ist dann schließlich die ganz normale Atombombe. Atombombe. So, sehr gut. Und jetzt kann man sehen, wo was, was ist. Und man kann sich ja dann dazu denken, dass hier genau gegenüber dann das entsprechende dann drin ist. So, machen wir mal die Schilder wieder weg. Und damit ich es nicht vergesse, teleportiere ich mich gleich mal ins Lager und hole ein wenig Glas. Wenn schon, dann will ich das alles ordentlich machen. So, ein wenig Glas. Ja, ich kann ruhig alles mitnehmen. So, da sind wir wieder zurück. Ah, dann. So, und so, da haben wir das wieder dicht gemacht. Und hier dies und jenes. Der Rest kann erstmal wieder... da hinein. Okay, dann wollen wir doch mal schauen, was wir so brauchen.
Ich will aber gerne der Reihe nach. Ja, genau. Wir machen das jetzt in der gleichen Reihenfolge, wie wir die Schilder hingemacht haben. So, wir brauchen zuerst die Zutaten für die Feuerbombe. Die da aussieht. Das kann wieder weg. Und jetzt muss ich das suchen. Das war irgendwo hier. Ah, doch, da waren sie doch. Also die vorletzte Seite. Okay. Hier, die Feuerbombe. Brauchen wir Lava-Eimer, Rotstein und eine normale TNT. Ja, gut, lass sie gleich mal da. Eins, zwei, drei, vier. Ja, wir brauchen da noch ein paar Lava-Eimer. Ah, und Rotstein. Okay, das heißt, wir müssen uns da jetzt immer so ein bisschen hin und her teleportieren. Zum Lager und wieder zurück. Weil ich jetzt auch nicht weiß, welche Sachen wir so alle brauchen. Wir hatten sie zwar schon alle mal, aber... ja, das habe ich wieder vergessen. So. Warum soll ich mir das auch merken? Ich brauche das ja selten. Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht, ja. Ach, wer weiß, vielleicht fällt mir mal irgendwas ein. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie das nochmal war. So. TNT, ja, in die Mitte und Rotstein in die Ecken. Okay. So, TNT in die Mitte. Das machen wir jetzt einfach mal so hier. Die Lava an den Seiten. So, und Rotstein in die... in die Ecken, genau. Aber hier natürlich nur eins. So. Okay, das nächste ist hier der Meteor. Meteor, wo haben wir denn den? Da. Meteor. Okay, brauchen wir auch vier Lava-Eimer. Das gleiche Rezept wie sonst, also wie gerade eben, nur dass in der Mitte eben Obsidian ist und in den Ecken TNT. Ja, aber Obsidian, Moment mal, Obsidian könnte ich sogar noch da haben. Ja, habe ich auch. Haha. Und vier Lava-Eimer. Eins, ja, geht genauso. Geht genau auf. So, hier. In der Mitte war dies hier. An den Seiten diese hier. Und an den Ecken TNT. So, ich kontrolliere das nochmal. Ja, genauso. Als nächstes haben wir die Napalmbombe. Ja, wie macht man die denn? Bestimmt auch mit Lava. Ja, doch, ich glaube, das war TNT in der Mitte. Und acht Lava einmal außenrum. Ha, habe ich mal wieder recht gehabt. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt ins Lager gehen und Eimer holen, wenn ich da welche habe. Das sind sogar acht schon da. Acht leere Eimer. Und wir gehen wieder zurück zum Reaktor. Da, wo unsere... Ne, Moment, falsche Richtung. Unsere neu gebaute Tür ist. Die uns zur Lavaquelle führt. Die ist nicht unendlich. Das habe ich schon erkundet. Die ist aber sehr groß. So, ich glaube, damit sind alle voll. Moment, den packe ich mal dahin. Das sind acht, ja genau. Achso, ich muss ja nicht rauslaufen. Ich kann mich ja direkt dahin teleportieren, wo ich hin will. Das mache ich immer. Ich laufe dann immer ein bisschen weg und werde weniger in die Richtung, in die ich muss. Aber das... Oh, da liegt ja was drin. Achso, ja genau. In die Richtung, in die ich muss, aber es bringt ja nichts. Also, ja, nee, es bringt mich meinem Ziel näher, aber es ist sinnlos. Ich kann mich ja hin teleportieren. Halt da nur einer, natürlich. So, jetzt machen wir die auch noch, dann haben wir die Hälfte schon fertig. Antimateriebombe. Achso, ja, ich muss nicht auf meine Liste gucken, ich habe es doch jetzt schon hingeschrieben. So, Antimateriebombe haben wir hier. Oh. Da brauchen wir C4 und in der Mitte noch eine, ja, Scatter, eine Streubombe. Puh, wie machen wir denn C4? TNT. Boah, haben wir denn die Sachen alle da? Wir brauchen viermal, wo war das denn noch? Das hier? Ja, genau, viermal. Wir brauchen das später dann nochmal, ich erinnere mich, da war noch was. So, dann das haben wir auch und die Streubombe. Oh, da brauchen wir das hier noch. Aber das könnten wir auch machen hier, alles.
So, nochmal die Antimaterie. Das hier. Okay, und jetzt sollten wir alle Zutaten für die Antimaterie-Bombe haben. Ich will sie aber jetzt nicht bauen. In der Mitte die Atombombe, an den Seiten TNT und in den Ecken Schwarzpulver. So, in der Mitte diese Schwarzpulver an den Ecken und an den Seiten TNT. Das siehst du, das TNT, das wird auch knapp. Ja, kein Wunder, na, wir verbrauchen da ja auch einiges. Nee, Moment mal, wozu war denn das jetzt da? Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Die Antimaterie. Ah, nee, da muss ich... Moment mal, was denn? In der Mitte... die Streubombe. In der Mitte die Streubombe. Ja, genau. Okay, das muss wieder alles weg hier. An die Seiten... das hier und außen... an den Ecken dies hier. So, das ist doch richtig jetzt so. Nochmal prüfen. Ne, Moment, das war... Ach so, weil ich gerade vorhin da drauf bin. Das war verkehrt. An den Seiten C4, an den Ecken TNT und in der Mitte die Streubombe. Ja, genau. So, haben wir die Seite fertig. Dann werde ich jetzt einfach mal die Sachen, die ich nicht brauche, da reinstecken. Das kann auch alles da rein, okay. Ein bisschen TNT werden wir uns noch machen müssen. Haben wir eigentlich hier Sand? Ich glaube, wir brauchen mal wieder Sand. Ja, doch, hier ist Sand. Komm, wir packen mal ein bisschen Sand ein und Schwarzpulver haben wir auch da. Machen wir uns mal ein bisschen TNT auf Vorrat. Brauchen wir sowieso überall. Moment mal, ich wollte... Ja, was? Wollte ich jetzt TNT? Ja, doch, genau. So, da ist gerade nichts mehr drin. Ich packe das mal alles da rein, weil ich da jetzt gerade eben alles sammle. Der Sand kann hier weg. Da ist noch einiges an Sand drin. Ja, okay. Das heißt, ich könnte sogar mal diesen Sand hier mitnehmen. Weil wir ja beim Bunker, beim Reaktor ja auch was brauchen. So, und damit teleportiere ich mich jetzt erstmal wieder zurück zum Experimentierplatz. Da geht es erstmal ins Bett und dann füllen wir die Spritze wieder auf. Ah ja, und Platten brauchen wir auch noch, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Schauen wir mal, was denn so während unserer Abwesenheit geschehen ist. Da so, ah, ich hasse diese Türen. Weil man auch ständig gegen die offenen Türen rennt. So, schauen wir mal, was uns denn da so beschert wurde in Sachen Eisenplatten. Ach gut, immerhin 10. Da auch. 23, die sind irgendwie schneller hier. Und 9, na gut, immerhin etwas. Wie sieht es jetzt mit unserer Betonspritze aus? Kann man die füllen? Oh, Moment, da sehe ich doch wieder einen roten Punkt hier. Da vorne. Ein Creeper. Ach, wisst ihr was, den lasse ich da einfach drin stehen. So, das heißt, ich kann die... Ah! Wo kam der jetzt her? War das der von davor? Ne, echt jetzt. Kam der da echt raus? Die Blockschneidemaschine ist kaputt. Okay, das ist jetzt kein großer Verlust. Das ist jetzt nicht so schlimm. Echt jetzt, kam der da raus? Oder war das noch ein anderer? Ich kann mich nicht erinnern, einen anderen gesehen zu haben. Also glaube ich, dass es der war. Ja gut, dann muss ich eben das nächste Mal dran denken, dass ich dem dann mit dem Bogen zu Leibe rücke. Denn hingehen will ich ja nicht. Genau das war ja, was ich jetzt vermeiden wollte. Und ich war auf jeden Fall weit genug weg. So, haben wir da jetzt... Da haben wir gar keine Erde. Ja, okay. Dann packe ich mal den Sand da rein. Immerhin haben wir das noch. Ja, ich mach die jetzt nicht. Die lasse ich jetzt so stehen. Also, ich lasse den leeren Platz da so. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Kabel. Jetzt sind Kabel, ja. Ist nicht viel, was ich da habe, aber ist egal.
Und ich wollte, Moment, so, eben was essen, dann ins Lager und die Erde holen. Kaum zu glauben, aber ich brauche Erde. So, wo war das denn? Hier. So, da müssen wir das... Das Gerät hier hat aber... Das hat aber Strom, ja genau. Das tut aber nichts. Ach, weil die Spritze voll ist. Ja, okay, gut. So, dann schließen wir jetzt hier... Ach ja, das war nicht viel, aber okay, jetzt ist das auch wieder angeschlossen. Wie sieht's denn hier aus? Das ist... Das liefert aber jetzt keinen Strom. Der Rotor dreht sich aber. Wenn auch langsam, aber er dreht sich. Da ist auch nichts mehr drin. Okay. Haben wir denn hier überhaupt irgendwie Stromfluss? Ich messe mal draußen. Wo haben wir denn? Da haben wir das. Nö, wir haben hier keinen Stromfluss. Warum auch immer. Ich weiß es nicht.